Wow, cool. Jasse. Ahoi und willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist wieder dabei der Marco. Genau, und ich bin der Marco. Wir kennen uns ja von unserem Kanal. Bleibt gar nichts anderes übrig. genau. Wir haben uns den Flo ins Ohr gesetzt, unseren Heimatfluss zu bewandern. Das heißt, von der Quelle bis zur Mündung in die Aller. Wir sind hier an der Westseite des Bruchberges. Das ist ungefähr, für welche sich hier im Harz auskennen, so 1 Kilometer entfernt von der Wolfswarte. Wir sind nicht direkt an der Quelle, das ist Naturschutzgebiet, da dürfen wir nicht hin. Ist, der Weg hängt eben mit ganz vielen Bäumen. Wintern, komplett dicht. Genau, ihr seht, wir haben schönstes Winterwetter zum Wandern. Genau, wir sind in Eisenau gestartet bis hierher. Weißt du, wie viele Kilometer wir gelaufen sind hierher? Nein, heute würde ich sagen, hierher. Genau. Ja, da denke ich auch kein Halb. Es war ging nur bergauf. War für mich schon wieder ein No-Go-Kriterium zum Auf. Aber Berge bringen es ja mit, dass man ja immer schön nicht bergauf geht. Nochmal. Das machen wir komplett nochmal. Also für mich ein absolutes No-Go. Aber Wandern in Bergen, das bringt ja immer mit, dass man bergauf läuft. Dass man auch bergauf läuft. Oder so. Heute machen wir den Teil 1 der Ockerwanderung. Wir gehen von der Quelle bis zur Romper Halle. Da ist nämlich die Bushaltestelle, dass wir wieder zurückkommen. Das hat eine Länge von ungefähr 21 Kilometern. Wir werden es nachher sehen. Ich habe natürlich Komoot Lauf. Den Link, den stelle ich dann auch unten mit rein. Und wie die Videos letztendlich werden, werden wir dann sehen. Wir gehen durch Altenau durch. Den Okerstaudamm werden wir heute noch sehen. Und mal gespannt, wie der Weg so wird. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei, ganz genau. Wir werden jetzt mal gleich unser Wanderbierchen trinken, oder? Tradition bleibt Tradition. Tradition bleibt Tradition, ganz genau. Heute mal ein Jever. Gilde. Zum Wohle. Zum Wohle, Marc, alles gut. Geschüttelt. Also, auf die Oka-Tour. Auf die Oka-Tour. Prost. Lecker. Schmeckt lecker. Oh, Frühstück. So, kurz darauf sind wir an der Philippbrücke. Die Oka ist 128,3 Kilometer lang. Wir haben die ersten 400 Meter oder 500 Meter sind wir jetzt parallel gelaufen. Die Oka wurde das erste Mal 747 urkundlich erwähnt in der Ohrummer Stadturkunde oder wie auch immer, da kann man es nachlesen. Die Oka mündet dann in die Aller. Dieses ganze Flusssystem gehört zum Flusssystem Weser, also Oka in die Aller und die Aller in die Weser. Ja, die hat für 1000 Kalorien. Auf dem Prinzip das gleiche halt, ne? Das ist gut, ey.
Wir waren gerade beim Dammgraben. Hier neigt sich unser langsam dem Ende. Da musst du schneller trinken, so wie ich. Dann läuft das. Also, wo stehen geblieben? Achso, ja, genau. Dammgraben. Am Dammgraben. Das ist ein künstlich angelegter Graben für die große Oker. Hintergrund war, dass damals im Bergbau Wasser gebraucht wurde. Wir wissen allerdings nicht, wozu man im Bergbau Wasser braucht, weil Wasser will man ja im Berg eigentlich immer loswerden. Aber Marc hatte eine sensationelle Idee. Antrieb von diesen Pumpen und so. Genau, Pumpen. Ne? Haben wir ja bei der Wassermühle ja auch. Ne? Die treibt ein Rad an und setzt ja diesen Mahlstein in Bewegung. Deswegen finde ich diese Erklärung von Mr. Google. Gust du Google? Nein. Und daher finde ich die Erklärung von Marc eigentlich sehr sinnig. Genau. Aber er hat festgestellt, im 17., 18. Jahrhundert, dass in den Trockenzeiten das trotzdem nicht ausreicht. Also deswegen hat man die Idee wieder verworfen. Ja. Aber die Reste gibt es heute noch. Ja, genau. Die waren ja sehr schön. Ja. Und weiter geht's. Wir stehen kurz vor Altenau am wunderbaren Zackelseck und werden ein bisschen was essen, bevor es jetzt nach Altenau reingeht. Und ja, genießen so ein bisschen noch diese Waldstimmung. Wir wollen in die Zivilisation gehen. Bevor es wieder zurück. Ganz genau, da muss ich nichts mehr zu sagen. Wir sind jetzt in Altenau angekommen. Marc, du darfst auch ruhig mit ins Bild kommen. Wir sind jetzt das letzte Mal. Hallo. Wir sehen jetzt das letzte Mal die große Oker. Und schade, haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Aber hier direkt unter uns, weil die große Oker verschwindet, ja, hier unten runter. Und hier ist der Zufluss der kleinen Oker. Das bedeutet, ab hier heißt dann die große Oker Oker. Also den Fluss, den wir kennen. Handwerk am Rande. Der lateinische Name, der damals 747 in der Oromaschrift erwähnt wurde, lautet Ovacra. Oder 748 Obacra. 994 war der Name Ovacra. Und 2017 wurde die Oka Cabana aufgemacht. Wovon wahrscheinlich noch dran vorbeigehen werden. Die letztgenannte Form, Ovacara, was so viel heißt aus den lateinischen Wörtern wie O von oben und noch irgendwas zusammengesetzt wird, ist dann der Name Oka entstanden. Genau. So, jetzt gehen wir auch weiter. Altenau ist jetzt die erste Ortschaft, die Oka durchfließt. Hier kommt die Oka und hier haben wir einen weiteren Zufluss und das nennt sich schwarzes Wasser. Und wie ihr seht, geht hier die Oka weiter, ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Wasser. Eigentlich ein bisschen besser dran halten. Ja, natürlich. Vorstaustufe, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ja, hier noch die Okertalsperre zu.
Hose auf Leder, komm. Das ist jetzt noch ein Zufluss für die Okertalsperre oder auch dann halt dementsprechend für die Oker, das sogenannte Kellwasser. Das ist ja auch diese Kellwasserschleife, das zeige ich hoffentlich gleich nochmal. Ich wollte mal ganz kurz loswerden. Gestern Abend um 9 Uhr habe ich noch mal in Wetternachrichten geguckt und wieder in meine Online-App geguckt fürs Wetter. Da stand den ganzen Tag 80% Schneewahrscheinlichkeit. Wolken mit zwei Schneesymbolen dran, dachte ich, boah, geil. Oder dachten wir, richtig schöne Schneetour. Heute Morgen war Schnee nur noch für abends angesagt und bewölkt die ganze Zeit. Und jetzt sind wir hier und die Sonne scheint. Blitzeblauer Himmel. Blitzeblauer Himmel. Es ist geil, auf jeden Fall. Aber nicht, wie man sich doch vorbereitet mental. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schön. Verkaufen wir mal eine Mütze bald, wenn es so weitergeht. Ich zahle 50 Cent. Haben oder nicht haben? Kannst du es dir überlegen. So eben waren wir ja bei der Vortalsperre, ne, da wo das Wasser noch schön hochgestaut war. Deswegen hatten wir ja, habt ihr ja gerade gesehen, ne, deswegen war es umso erschreckender, als man hier reingeguckt hat und hier war gar nichts. Leer. Es ist Wahnsinn. Ja, ihr seht ja selber. Ich glaube, da hinten an der Böschung kann man sehen, wie hoch eigentlich normal das Wasser hier ist. Und da, wo wir gerade laufen, ist der Grund. Ist eigentlich der Grund, richtig. Das heißt... Wir sind grundsolide, ich habe immer gesagt. Das ist immer weg. Genau. Ach, herrlich. Und weil wir so grundsolide sind und keine guten Taucher. Oh, Alter, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Guck mal, da vorne die ganzen Baumstümpfe. Krass. Krass. Das ist doch mal ein Wald. Hier vorne rein. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn, was wir Menschen alles machen. Und das nur. Also der Grund dieser Okertalsperre, um die gebaut wurde, war einmal die Trinkwasserversorgung und über Hochwassergefahr zu bannen für Wolfenbüttel und Braunschweig, ganz genau. Und dafür haben wir, das ist eigentlich ein geiles Bauwerk, ne? Und auch eine geile Sache. Wozu wir Menschen noch alles in der Lage sind, das ist immer wieder faszinierend und erschreckend zugleich. Ne? Toll, toll, toll. Okay, weiter geht's. Ich werde der letzte Mensch sein, der diesen Stein in der Hand hat. Den hier. Tschüss, Stein! So, wir sind gerade hier. Die Schwere fällt ein. Also wenn hier Wasser ist, würde ich da nicht reinfallen wollen, weil es einfach nur steil ist. Alter Schwede. Ich habe in kleine Babybrennnesseln reingefasst. Meine Hände brennen. Gott sei Dank habe ich Handschuhe mit, die das verhindert hätten. Boah. Anziehen noch nicht, mal noch geiler. Ja, stimmt, hätte ich auch anziehen können.
Jesus Maria und Josef. Alle Bandagen dabei. So, mal wieder die Pumpe zum Laufen bringen und weiter geht's einfach. Einfach weiter, immer heiter. So, nach 10,9 Kilometer sind wir am nächsten Zufluss der Oker oder Okertalsperre. Und zwar ist hier die Kalbe und die Hune. Hier hinten irgendwo laufen die zusammen. Also genau, da hinten irgendwo im Dickicht hier irgendwo, da laufen die zusammen. Und weiter, keine Müdigkeit vortäuschen. Marc, ja. Gesicht aus den sozialen Medien. Bleib einmal wieder rum und zurück. Nächster Halt ist, glaube ich, die Staumauer. Sind noch 5,5 Kilometer. Wir brauchen übrigens nur noch 7 Kilometer, nicht wie ich eben unwissentlich 7 bis 8 angesagt hat. Oder ist sogar 9 angesagt? Ja. Gedanken, Schall 7,26. Also haben wir es gleich geschafft. Herrlich, es dämmert auch schon ein bisschen, aber ist auch nicht schlimm. Licht habe ich mit, das können wir einfach draufstecken auf die Kamera. Somit werdet ihr unsere hübschen Gesichter weiterhin sehen. Marc, ich finde das echt übelst langweilig, gerade hier lang zu laufen. Nichts aus seiner Jugend, Alter. Nix Schwank aus seiner Jugend. Schwank aus deiner Jugend erzählen? Oh, lieber nicht, ey. Ja, keine Alter, oh, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und wo ich aufhören sollte. Ich bin ja noch jugendlich. Ja, macht ja nichts. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem gerade übelst langweilig hier lang zu laufen, weil nichts Spektakuläres. Asphaltstraße. Wie sagt man so schön, die gute alte Waldautobahn, nur asphaltiert. Egal, muss man durch. Wer die Oker bewandern will, muss es mitnehmen. So, da drüben ist die Wassernixe. Das ist die einzige Binnenschifffahrt im Harz. Ich selber war noch nie drauf gewesen, meine ich jeweils. Auf jeden Fall, gibt da lecker Windbeutel, Erbsensuppe und man kann schön über den Stausee schippern, sofern dann Wasser da ist. Aber solange das Schiff, glaube ich, noch aufgetakeliert ist, keine Ahnung, fährt es noch. Schön. So, die Hütte ist hier nach 14,8 Kilometer und wunderschön gelegen halt, ne? Das ist, wir gucken, also seht ihr gerade nicht, wie wir hier rüber gucken. Doch, ihr seht, wie wir rüber gucken, aber ihr seht nicht, was wir sehen. Und ist schon schöner Ausblick, ne? Weilt zum Träumen ein. Und auch diese Hütte kann man schön für den Overnighter benutzen. Muss man sich merken. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und Cindy war auch schon hier. Cindy? Oh ja, Indy heißt die doch. Ach so, ne? Dipindy, vorsteht doch Dip vor, oder Pipindy. Na Leute, gibt es. Die gibt es gar nicht. Naja, aber die Eltern werden sich was bei gedacht haben und stolz drauf. Gut, jetzt geht's aber weiter. 4 Kilometer noch bis zur Romkehall. Die Staumauer haben wir noch zwischendurch. Was haben wir noch alles? Ja? Keine Ahnung. Achso, ich zeige euch jetzt nochmal, was wir uns die ganze Zeit angeguckt haben. Das haben wir uns angeguckt. Das ist nicht schön. Like. Ach ja, genau. Was noch vergessen habe zu sagen, hier ist natürlich das Unterschulenberg. Das ist leider nicht auf unserer Seite, wo wir laufen. Es gibt noch einen zweiten Stauseearm, sage ich mal. Und da gibt es ein altes Dorf, also mit Grundmauern, da ist noch eine kleine Brücke. Da bin ich mal drüber gelaufen vor ungefähr 17, 18 Jahren. Langes her. Ja, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, was, 17, 18 Jahre, der junge Mann. Da konnte er schon laufen. Da konnte er schon laufen, ja, konnte ich schon. So, und also ich hatte gehofft, dass es auf der Seite ist, aber es ist auf der anderen Seite. Und das sieht man nur, wenn hier ziemlich niedriger Wasserstand ist, was wir ja momentan haben. Also nur, falls ihr hier mal in der Nähe seid, dann könnt ihr da gerne mal rüberfahren. Ist auch ein Ausflug wert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon seht. Das da oben ist das neue Schulenberg. Das ist das Dorf, was sie halt von unten nach oben versetzt haben, beziehungsweise neu angesiedelt haben. Und in dem Arm da hinten liegt halt Teil oder Reste des alten Schulenbergs. So, und wieder bin ich der letzte Mensch, der diesen Stein in der Hand halte. Marc, möchtest du ihn auch mal in die Hand nehmen? Mal einfassen. Ich habe ihn angefasst. Das wären die letzten beiden Menschen, die den Stein in der Hand hatten. Der Glückliche. So, und ich guck mal, damit ihr seht, wie tief das ist.
Der ist weg, ne? Na, also, das ist ein Stein. Danke, Marc. Einmal anfassen. Oh, geil. Wenn die letzten beiden diesen Stein angefasst haben, ich zeige ihn euch mal. Und? Mehr rechts. Mehr rechts. Und. Ja. Krass, oder? Und da gucken wir gerade runter, wir sind so mutig. Oh, Alter, macht die Funzel aus, ey. Ganz genau. Ah. Und deswegen, also wie ihr hört, wir haben Licht an der Kamera, weil es dämmert. Aber, das Thema hatten vorhin schon, ne? Unsere Gesichter müssen unbedingt mit drauf sein und müssen voll ausgeleuchtet sein, damit auch der Ting gut rüberkommt. Fertig. Ich bin voll top. Sprechen wir uns nochmal in 2 Kilometern wieder. Ja, genau. Wir auch schon wieder beim Thema sind. Wir haben nur noch 3,5 Kilometer bis zum Ziel. 3,26. Es wird immer weniger. Ja. Magic. Geschafft, und zwar ist hier die Staumauer, habt ihr eben schon mal gesehen, und wir sind gleich drauf. Ist natürlich für mich mit meiner Liebe für Höhen Highlight jetzt auf jeden Fall, darüber zu gehen, ohne sich so ein bisschen in die Hose zu machen. Hammer! Freue ich mich schon wieder drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Staumauer. Yep. Auf der Staumauer, auf der. Das ist wirklich schon. Nicht meins. Krass. Wir werden einfach zurückfüllen. Überwachungsstart. Oh mein Gott, ey. Alter Verwalter. Hör mal, wir haben die komplett zugemacht. Das ist gut. Hä? Ja, die komplett zu, na klar. Krass. Hey, liebe Leute, wir sind jetzt auf der Staumauer angekommen. Marc, nach wie vielen Kilometern? Sekunde, ich schaue kurz. Er schaut kurz. Da ist schon 20 Kilometer gelaufen. 20 Kilometer gelaufen, also vom Startpunkt vom Auto her. Und von der Quelle sind wir dann, glaube ich, müssten wir jetzt 15 oder 16 haben. Ich blende den Screenshot gleich ein. Genau, die Staumauer an sich ist 260 Meter lang. Einmal so schön hier reingebogen und 75 Meter hoch. Das Stauziel hat 2,25 Quadratkilometer, also alles, was wir gerade umlaufen haben, mit diesen vielen Kehren. Und insgesamt ist, wenn der Stausee voll ist, sind hier 46,85 Millionen Kubikmeter Wasser drin. Es ist mehr, als in meine Badewanne passt. Definitiv. Genau. Wir gehen jetzt Richtung Rompke Hall, das ist ja das Stromhäuschen, das ist die Bushaltestelle. Und in Rompke Hall, das machen wir dann im nächsten Video mit, da wird dann die Oker das erste Mal genutzt. Und zwar zur Stromerzeugung. Bisher wurde es ja noch gar nicht genutzt, außer aufgestaut. Für die Trinkwasserversorgung. Und Hochwasserschutz. Hochwasserschutz. Stimmt, hatten wir ja vorhin auch gemacht. Hochwasserschutz. Danke, Marc. Bitte schön, Mann. Gut. Also, bis gleich an der Bushaltestelle. Wir haben uns entschieden, die Bushaltestelle vor der Rompke Hall zu nehmen. Da sparen wir uns nochmal 1,7 Kilometer und brechen die Tour damit hier ab oder beenden die Tour hiermit. Wir haben auch sau viel Glück. Also der letzte Bus, wenn wir jetzt nämlich runtergefahren wären, zur Rompke Hall gegangen wären, hätten wir keinen Bus mehr gekriegt. Ich habe nämlich intelligenterweise den Montag- bis Freitag-Fahrplan mir ausgedruckt. Verrückt, und heute ist ja Sonnabend. Verrückt. Ja, den nehmen wir. Naja, den nehmen wir. Geil, vielleicht gleich nochmal ein Bus. Das, herrlich, freue mich. Ach, wir müssen ja von der Bushaltestelle in Altau auch nochmal 10 Minuten noch zu Hause laufen. Ach, wir sehen uns noch. Herrlich. Herrlich, wir lassen euch nicht alleine. Hier ist die Oka, da ist die Oka, da ist die Oka. Ganz einfache Geschichte. Haha, der nette Busfahrer hat uns zurück nach Altenau gebracht. Wir sind jetzt am
Altenauer Markt ausgestiegen und jetzt gehen wir zum Auto. Und wenn wir im Auto sind, dann gibt es natürlich das schöne Feedback zu der Tour. Das Fazit, nicht Feedback. Boah, ich bin durch. Ich wollte nicht mehr wandern gehen. Verrückter Typ. Keine bezahlte Werbung. Wir fangen an mit dem Fazit. Wunderbar. Wunderbar. Wäre meine erste Einschätzung für die heutige Tour. Nicht gut, war geil, Alter. Hast du gut gemacht? Achso. Ja. Im Sitz geht's ja, Doktor. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Also, pass auf, wir sind, also die reine Laufzeit, da jetzt mal das Kleine, wo wir von der Quelle, also ich schätze die Einhaltung von Marken, das hat echt Spaß gemacht, das ist eine tolle Strecke gewesen. Ein bisschen langweilig vorhin halt an der Urkerstau, an der Stausperre mit dem ganzen Asphalt da. Aber wir sind von der Oka-Quelle bis zum Stausee, bis zur Bushaltestelle 16,7 Kilometer gelaufen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,4 Kilometer. Das heißt, wir haben schon wieder Superman gespielt. Es ging 130 Meter bergauf und 460 Meter bergunter. Und ja, also die erste Etappe, super Spaß gemacht. So, jetzt von Auto zu Auto, 26,3 Kilometer Tageswerk. Sind ja fast 10 Kilometer mehr, ne? Ja, ja. Hm, nicht schlecht. Gut geschafft, ja. Wie lange haben wir dafür gebraucht insgesamt? Und 4 Stunden 30 Bewegungszeit. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, wann sind wir denn losgegangen vorhin nochmal? Also ja. 10 Uhr. 10 Uhr. Ja, 10 Uhr bis jetzt. 10 Uhr bis jetzt. Das heißt 7 Stunden. Alter Schäfer, war doch 7 Stunden unterwegs und ja. Na egal. War geil, oder? Ja. Hat Spaß gemacht. Aber ich fand, also von der Quelle rum, das hat Spaß gemacht. Also die Lückspuren waren cool. Die habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Lückspuren gesehen. Das war, wir waren auch noch außerhalb des Nationalparks, also es war nicht abgesperrt. Bis zur Quelle durften wir nicht hin, da ist Nationalpark. Das ist ja dann immer für Besucher gesperrt gewesen. Aber da, wo wir angelaufen sind, war eigentlich toll gewesen. Ne? Ja. Die Busfahrt war schön. Weil da was gesperrt gewesen ist und wir hatten echt Glück gehabt. Ich dachte, wir wären durchgelaufen einfach und mir hätte man blind vertraut. Alter Schwede, dann hätten wir jetzt in Rompgeheil festgesessen. Witzig. Ja. Ja, Glück gehabt. So war nicht, ne? Gut. Also, ne? Also danke fürs Zugucken. Es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die zweite Tour wird auch irgendwann kommen. Dieses Jahr wohl nicht mehr. Das wird ein bisschen eng. Ja. Aber denk mal, dass wir eine Wintertour bestimmt noch machen werden. Dann ist ja auch schon Frühling dann halt, ne? Für die zweite Tour. Aber egal. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da oder ein Abo da. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wandern nicht vergessen. Also, bis dann.